Fast jeder zweite junge Mensch in der Schweiz ist tätowiert. Tattoos haben den Sprung aus der Schmuddelecke in den Mainstream längst geschafft. Ob Influencer, Musiker, Sportlerinnen, mit einem Tattoo unterstreichen sie ihre Persönlichkeit und Individualität. Die wenigsten denken dabei an gesundheitliche Risiken. Und manche können nicht genug davon kriegen. Soll ich es mal zeigen? Dominik Dietrich macht sich bereit, um heute ein weiteres Tattoo auf seinen Körper stechen zu lassen. Ein Gesamtkunstwerk, in das er bisher mehr als 200 schmerzvolle Stunden und über 130.000 Franken investiert hat. Und es ist noch lange nicht fertig. Gehst du heute zum Ferien? Ja, jetzt dann gerade, ja. Und dann? Was kommt dran? Heute ist die Seite dran. Okay, der Ghostbuster. Ich hoffe es, ja. Als ich ihn kennengelernt habe, hat es noch nicht so wahnsinnig viel gehabt. Also, es war, glaube ich, der schreckliche Vogel da. Und der Arm. Und das war es dann auch. Und ja. Am Anfang habe ich gefunden, er ist irgendwie ein bisschen speziell, aber das Schöne ist ja auch ihm, dass er einfach so ist, wie er ist und dazu steht und das lässig findet. Die Art und Weise der Tattoos ist jetzt nicht meine grosse Leidenschaft, aber was ich halt das Schönste finde, ist hier der Tiger, weil der hat es gegeben, als Niklas auf die Welt kam. Da ist auch das Geburtsdatum von ihm. Und das habe ich ja, halt auch sehr schön gefunden, dass das ein wichtiger Teil ist und zu seinem Körper gehört. Tiger. Muss man schauen, hier auf dem Rücken. Da hast du auch noch ein Lieblingsbild, oder? Gell, die findest du auch cool. Bugs Bunny. Der Bugs Bunny? Nein, das ist doch der. Das ist ein anderer. Was haben wir einen Bugs Bunny? Nein, Bugs Bunny haben wir, glaube ich, nicht. Du hast schon recht, das ist wie ich sehe. Aber da, die kennst du. Scooby-Doo. Der Scooby-Doo. Der hast sogar du dir gewünscht, gell? Dominik arbeitet bei der Gewerkschaft Syndicom und seinen bunten Körper sieht er auch als politisches Statement. Als ich noch in St. Gallen gelebt habe, war ich politisch sehr aktiv und durfte dann auch für den Nationalrat kandidieren. Damals im 2015 war das. Und wollte eigentlich mein Aussehen nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass egal, ob man schwarz, weiß oder eben bunt ist, wir sind alles Menschen und alle gleich und dementsprechend müssen auch alle die gleichen Rechte auf dieser Welt haben. Und es war auch keine einfache Zeit gewesen. Durch den ganzen Auftritt, den ich hier gepflegt habe, habe ich natürlich auch wirklich einen sogenannten Shitstorm erleidet. Ich habe Drohungen bekommen. Aber ich bin überzeugt, ich habe sicher viele Menschen können damit ansprechen, viele Menschen auch zum Überlegen bringen. Und schlussendlich ist das das, was zählt, oder? Dass die Leute sich Gedanken über die Themen machen. Und darum habe ich das auch gerne gemacht. Also. Und noch eine Leidenschaft verdient ein Tattoo. Ja, ich bin natürlich schon immer Knight Rider und Baywatch Fan und dementsprechend auch vom David Hasselhoff. Und dann hat es tatsächlich mal eine Geschichte gegeben, dass wir mit 3 Kollegen auf Prag in die Ferien wollten. Und dann sind wir am Abend vorher noch eins trinken und sie haben mir dann die Wette angeboten, wenn ich ein Porträt von David Hasselhoff tätowieren lasse, dann würden sie mir die Ferien zahlen. Und ich habe da natürlich sofort zugestimmt.
Ich habe dann das Tattoo auch gemacht, halt an einer unvorteilhaften Stelle. Und dann hat es sich dann nach ein paar Jahren später tatsächlich die Chance gegeben, dass ich den David Hasselhoff persönlich kennenlernen kann. Und habe dann wirklich das Dilemma gehabt, ich kann nicht beim ersten Treffen oder beim ersten Kennenlernen die unvorteile Stelle dann zeigen. Das wäre ein bisschen speziell gewesen. Und darum habe ich dann nach kurzer Hand so schnell nochmal ein David Hasselhoff-Tattoo stechen lassen. Das Treffen hat dann tatsächlich stattgefunden. David Hasselhoff ist fast ausgeflippt vor Freude, als er das Tattoo gesehen hat. Er hat dann das dementsprechend auch unterschrieben und ich konnte ihn das einen Tag später dann nachstechen lassen. Die Entdeckung Polynesiens durch den Seefahrer James Cook im 18. Jahrhundert und die Verschleppung von edlen Wilden, die mit merkwürdigen Zeichen und Bildern bemalt waren, stießen in Europa auf ein staunendes Publikum. Tatau nannten die Polynesier ihre Körperkunst und aus Tatau entwickelte sich später das Wort Tattoo. Die Zeichen, welche eine tiefe Symbolik haben, wurden in Polynesien oder wie hier in Sumatra mit einem einfachen Holzstück und einem spitz zugefeilten Knochen tätowiert. Sie zeigen die Stammeszugehörigkeit und dienen als Schutz vor Krankheiten oder bösen Geistern. Die Kraft und Symbolik, die von traditionellen Tattoos ausgehen, faszinieren auch Andy Stiegler. Vor einiger Zeit ließ er sich bereits ein samoanisches Stammestattoo auf Arm und Schulter stechen. Allerdings mit der Tätowiermaschine. Nun spielt er mit dem Gedanken, sich ein Tattoo auf traditionelle samoanische Art klopfen zu lassen. Dass es ein schmerzhaftes Unterfangen ist, weiß er. Dennoch ist er fest entschlossen, es zu wagen. Wenn irgendetwas in dieser Art willst, ein Tätowierer von Samoa, der ist jetzt einfach nicht hier um die Ecke. Wenn du Glück hast, ist mal einer an einer Convention als Gast-Tätowierer. Oder mal einer einen Monat in einer Ortschaft als Gast-Tätowierer. Und für das Projekt, das ich mir im Kopf hatte, hat das einfach nicht gelangt. Und schlussendlich bin ich auf einen gestossen, in Freiburg. Und das erste Bild, das ich gesehen habe, von ihm, als ich dachte, Jesus Gott, ein solcher Frick, das wird jetzt nie etwas, oder? Du gehst auf die Homepage, liest so von seinem Leben, machst dich schlau im Netz und dann merkst du, hey, das ist eigentlich ganz eine kreative Persönlichkeit. Jemand, der nicht gefällig ist, sondern das macht, was er sieht und nicht das macht, was du ihm aufzwängen willst. Und das, was er sieht, sieht er in oder auf deinem Körper. Er macht ausschließlich samoanische Tätowierungen. Nach der traditionellen Art, also wenn ein Segelschiff watch, wo gerade die Linie hat, bist du bei MV am Platz. Das geht nicht. Im Tattoo-Studio in Freiburg im Breisgau erwartet ihn Tomasi Suduape. Erst im persönlichen Gespräch entstehen die Muster für das Tatau. Interessant, etwas so zu machen. Die Bedeutung ist ja, das ist eine besondere Vorstellung, warum es will. Beim Kanufahren, als ich wieder auf der Strecke war, hatte ich Zeit, hatte, um zu überlegen. Okay. Auf dem Wasser, der Rhythmus, ich dachte, mal, jetzt wäre etwas gut für das Bein. Ja. So, etwa von hier, von diesem Bereich bis hier runter. Ja, ungefähr. Ja, ja. Ungefähr. Einfach nicht, dass es bis hier runter geht. Nein, das da legen wir uns gar nicht fest. Das ist einfach im Zustand, wo wir das jetzt einfach machen. Wir legen ein paar Grundlinien an und dann fangen wir an. Sehr gut. Das ist interessant. Super. Freue ich mich. Let's go. Go. Das ist so, wie das Grundkonzept steht, ist immer wichtig, dass der Flow steht und die Energie von dem ganzen Gerüst. Können wir gleich loslegen? Ja? Ah, ja, genau. Das ist genau so, wie ich mir etwas vorgestellt habe. Das kann ich noch nicht zuordnen. Aber ich vertraue dir. Und die Wünsche, die ich alle angebracht habe, bringst du auf dieser kleinen Fläche rein. Ja. Und ja. Ich wäre so weit. Du auch. Ich werde nie so weit sein.
Seinen deutschen Namen hat Tomasi vor langer Zeit abgelegt. Damals, als er auf einer Weltreise in Samoa hängen blieb und seine Leidenschaft für das traditionelle Tatau entdeckte. Er lernte die Familie Suluape kennen. Viele Meister der samoanischen Tätowierkunst stammen aus dieser Familie. Wie ein Sohn wurde er von der Gemeinschaft aufgenommen und in die Geheimnisse des Handwerks eingeführt. Dieses Wissen über die rituellen Regeln, die Technik, aber vor allem über die spirituelle Bedeutung der Symbole wird von Generation zu Generation weitergegeben. Denn Tataus sind für Samoaner weit mehr als bloßer Körperschmuck. Die Tätowierungen zeigen Status und Herkunft, sie sollen Kraft spenden und sogar die Lebensgeschichte des Trägers beeinflussen können. Auch die Herstellung der traditionellen Werkzeuge muss ein Tätowierer beherrschen. Ich darf ja eigentlich nicht lustig sein. Ja? Ich müsste da hocken, im großen schwarzen Kung-Fu-Rock, total strenges Gesicht machen. Bin ich aber leider nicht. Ich bin eher so der Lustige, weil ich versuche dann halt meine Leute so ein bisschen abzuholen. Ja. Und manchmal macht man halt ein bisschen Witze und so. Das fällt dann dem Kunde einfacher, weil wir haben jetzt keine Samoaner, die hier mit der Ukulele uns Show bieten, ja, beim Tätowieren, was eigentlich schön wäre, aber haben wir nicht. Die ältesten Tattoos, die an einem Menschen entdeckt wurden, sind etwa 5400 Jahre alt. Rund 60 Tätowierungen zieren den Körper von Ötzi. Seine Tattoos wurden nicht gestochen, sondern in die Haut geritzt. Da sich die Zeichen auf Akupunkturstellen befinden, vermuten Wissenschaftler, dass sie aus medizinischen Gründen zur Schmerzlinderung angebracht wurden. Man geht davon aus, dass sich die Methoden des Tätowierens bei verschiedenen Völkern der Erde selbstständig und unabhängig voneinander entwickelt haben. Im Mittelalter verbreiteten sich in Europa christlich-religiöse Motive. Bis 1890 wurden in Bosnien katholische Mädchen tätowiert, um einen Übertritt zum Islam zu verhindern. Später waren es vor allem Matrosen, Kriminelle oder Rocker, die ihre Gesinnung oder Zugehörigkeit unter die Haut stechen ließen. Entsprechend anrüchig war der Ruf von Tätowierten. Diese Vorurteile spürte auch Dischi, als er 1974 das erste Tattoo-Studio der Schweiz in Rheineck im Kanton St. Gallen eröffnete. Das Schweizer Fernsehen berichtete ein paar Jahre später darüber. Die Meinung schien allerdings bereits gemacht zu sein. Laut einer Studie sind die Tätowierfreudigen meistens Burschen aus beruflich und sozial schwachen Verhältnissen. Er unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Tätowierungsträgern. Der eine hat exhibitionistische Züge und Staat auf seine Hautbildchen. Der andere braucht es, um den starken Mann zu markieren. Wir haben die Mitglieder vom Tattoo-Club Rheineck nach ihrem Motiv gefragt. Für mich ist es wie ein Hobby. Es ist wie ein anderer, was ich mache. Mir gefällt das, oder? Die Bilder, die wir hier machen. Und sonst einfach alles drum und dran. Ja, ich finde es auch schön, wenn ein tätowiert ist. Mir gefällt es einfach verrückt. Ja, ich habe auch den Plausch am Tätowieren. Oder? Man sieht nicht jeder gleich aus. Ja, und ich habe also die einen hat Schmuck und ich habe Tätowierungen. Meine Mann und ich erleben das Tätowieren. Oder da ist mal etwas anderes, wenn man tätowiert ist. Ich finde es schön. Eine Legende war Herbert Hoffmann, der älteste aktive Tätowierer Europas. Mein Schlagwort ist immer das, wenn ich mich ausziehe, bin ich immer noch angezogen. Also so ganz nackt fühle ich mich nie. Angefangen hat er in einem Studio auf der Reeperbahn in Hamburg.
Die letzten 20 Jahre lebte und tätowierte er in Heiden im Kanton Appenzell. Meine erste Tätowierung war alles noch mit Handnadeln gestochen. Und weil es damals noch keine Farben gab, war das alles in Schwarz gehalten. Und so habe ich mir das dann auch machen lassen, sofort als ich aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft wieder zurück war. Im Sitzen ist es doch gemütlicher als im Stehen, ne? Über 50.000 Motive hat er in seinen 90 Jahren gestochen. Noch im hohen Alter besuchen ihn Fans aus der ganzen Welt. Als ich damals angefangen habe und das Tätowieren ja noch so im Argen lag und so geächtet war, da habe ich mir immer gesagt, du musst etwas dafür tun, dass die Tätowierung wieder gesellschaftsfähig wird. Und diese Saat ist aufgegangen und ich habe sogar sehr große Freude daran, dass ich das schon bestätigt finde, wofür ich mich damals eingesetzt habe. Die 1980er Jahre lösten einen wahren Tattoo-Boom aus. Aus dem Gangster-Image wurde ein Modetrend, an dem auch immer mehr Frauen Gefallen fanden. Sowohl Professionelle wie auch Hobby-Tätowierer überschwemmten den Markt. Geräte für den Heimgebrauch konnten einfacher erworben werden. Gefährliche Pigmentfarben oder Hygienevorschriften waren kaum ein Thema. Heute versuchen über 700 meist kleinere Studios von der Tätowierkunst zu leben. Die größte Konkurrenz kommt dabei aus Zürich. Genau. Geschäftsführerin Ciada Ilardo hat vor 20 Jahren ebenfalls mit einem kleinen Studio in Zürich angefangen. Doch heute besitzt und führt die zweifache Mutter das größte Tattoo- und Piercing-Imperium der Schweiz. Fürs Tätowieren bleibt ihr keine Zeit mehr. Denn mittlerweile arbeiten über 50 Angestellte für sie. Alles angefangen hat dann mit 16, wo ich zuhause bei meiner Mami noch in meinem Kinderzimmer angefangen habe, Kunden zu piercen, also Freunde und dann Freunde von den Freunden und dann sind sie irgendwann Kunden gewesen. Und mit Ende 16 habe ich dann meinen ersten Laden aufgemacht in Altstädten und dort habe ich dann das Tätowieren auch angeboten. Ja, und so hat das eigentlich seinen Lauf genommen. Und zwei Jahre später ist dann der zweite Laden gekommen. Und so die Vision von Anfang an war, versuchen, das Ganze so aus dem schmuddeligen Ecke zu holen. Weil das ist wirklich, das hat mich gestört. Ich habe die Kunstform an sich mega gefunden. Ich habe gefunden, das hat extremes Potenzial, aber es wird einfach ja, vielleicht falsch vermarktet oder kommt von der falschen Ecke. Mir hat eigentlich die Idee gefallen, dass jeder Mann ein Tattoo tragen kann oder ein Piercing tragen kann und es soll schön aussehen. Und das war so ein bisschen der initiative Gedanke. Und diesen Gedanken hat sie mitten in der Stadt Zürich an bester Lage umgesetzt. Mit erst 27 Jahren eröffnete sie 2012 auf 3 Etagen ein Tattoo- und Piercing-Geschäft an der Löwenstraße. Ein hipper Event und Sinnbild für den Wandel in der Tattoo-Szene. Mamis und Kind und Anwälte und Bauarbeiter und alle sind bei uns willkommen. Alle. Plötzlich wurden Tattoos zum boomenden Millionen-Business. Mein grösster Traum war immer, an der Bahnhofstrasse einen Laden zu haben. Das war als 16-Jährige etwas Unmögliches. Ich habe gefunden, die Bahnhofstrasse, das ist das Nonplusultra, aber unerreichbar. Das Ziel war gleich da, die Vision war da. Und ich habe bis zum heutigen Tag dafür gearbeitet. Und ja, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich bin ein Verfechter davon, dass man sich auf etwas spezialisieren muss. In der Spezialisierung liegt der Erfolg, meiner Meinung nach. Und wichtig war für mich, dass wir die Besten drin werden, in einem bestimmten Stil. Und das ist Fine Line und Microrealism. Und dort sind wir spezialisiert. In der Schweiz gibt es keine offizielle Tätowiererausbildung. Das Wissen wird innerhalb der Branche weitergegeben. Bei Chahi kümmert sich Semir um die Aus- und Weiterbildung der New Talents. Um auf dem heutigen Level wirklich professionell als Tattoo-Artist gelten zu können, ist der Weg sicher über ein Studio.
dass man dort lernt und professionell begleitet wird. Alles andere von zu Hause aus wird sich als sehr schwer gestalten oder wird vor allem Bildungslücken aufweisen. Das wird dann zwar viel vielleicht auf das Endergebnis gesetzt, aber der ganze Prozess, das ganze Hygienewissen wird vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Darum ist der Weg definitiv heutzutage, dass man sich in professionelle Hände begibt, von einem Tattoo-Studio. Und zum Profi sein, ich glaube, so eine Entwicklung hört nie auf. Unsere Branche entwickelt sich ständig weiter. Es gibt ständig neue Techniken, neue Materialien, die halt immer wieder ein Level aufgehen. Und darum musst du eigentlich immer am Ball bleiben und hast nie ausgelernt. Aber zumal das gewisse Grundwissen hat, bist du sicher 1 bis 3 Jahre, damit du auf einem gescheiten Level bist. Und neben dem Wissen braucht es vor allem auch künstlerisches Talent. Ich finde es super, was hast du, Mami? Ich sehe natürlich etwas anderes drin, wie du. Oben sind die 3 Geschwister drin. Ah, ja. Und unten die anderen Blättchen. Sie steht für unsere Geschichte, für meine Mami und für mich. Meine Mami hat vor ein paar Jahren Krebs gehabt. Und für jeden Chemo, den sie reingelassen hat, hat sie von mir eine Rose bekommen. Am Schluss, als sie dann krebsfrei schlussendlich war, hat sie die Anzahl bekommen wieder. Das heisst, sie hat einen riesen Strauß bekommen. Nachher habe ich schlussendlich 3 Jahre später sind es, glaube ich, hatte ich selber die Diagnose Krebs gehabt. Und meine Mami hat das Gleiche mit mir gemacht. Sie hat es auch für ihr Jahr gemacht. Wir sind einfach jedes Mal einen Rose aussuchen. Und das Tattoo hat für mich eine Bedeutung, weil es halt einfach zusammenhängend für unsere Geschichte sozusagen steht. Genau. Eine Geschichte, die nun auch unter die Haut geht. Die Zeiten, die wir zusammen erlebt haben, zwischen Hoffen und Angst, und dass wir es jetzt einfach abgeschlossen haben, das war mein grösster Halt. Ich hätte keine Chance gehabt zu sein. Ja, so manchmal schon habe ich den Arias im Bett so verbracht. Und das, jetzt ist, wiederholt sich das, aber im Gott. Nicht darf das ruhig sagen, im Guten. Wir dürfen da zusammen sein und wir dürfen ein Zeichen aus der Dankbarkeit aussetzen. Okay. Ich habe mir überlegt, ich glaube, ich werde die gleiche Rose auch tätowieren. Super, dann legen wir los mit Part 2. Was ist denn wirklich? Ja, super. Gut. Das ist mega, Mama. Es ist so mega emotional. Es hat, ja, es verbindet uns nur noch mehr jetzt, sagen wir jetzt mal so. Es ist ein guter Abschluss für alles und ein Neustart. Hey, Sally, Fabi. Sally, Toni, hi. Gut. Tipptopp, selber. Gut, passt. Ich habe da mal etwas vorbereitet. Mhm, sag mal. Da ist die Skizze. Da sind noch drei Einzeichen. Krass. Ich habe jetzt mal mit den Figuren gespielt, die du mir gegeben hast. Mhm. Ich habe dann aber gefunden, ich spiele nur mit der Gummibärenbande und den Bastards. Das ist mega geil. Sonst eigentlich von der Farbe her würde ich es gleich machen wie die andere Seite. Hier sieht es auf dem Ausdruck ein bisschen blau aus, aber es wird wieder so ein bisschen das Türkis. Ja, das ist super. Perfekt. Blau. Weil dann würde ich sagen, lass es raus. Das ist gut, ja. Danke vielmals. Ja. Mega geil geworden. Merci.
Also da habe ich jetzt gerade das Originalfoto von meinem Klient genommen, habe das eigentlich direkt aufgezeichnet, um mir können also einen Grundaufbau machen, mir auch vorstellen, wo sind anatomische Linien, wo sollte nicht unbedingt das Motiv drüber gehen, auch wenn bestehende Motive schon vorhanden sind, dass ich es gut kann mit ihnen und drum umbauen. Also jetzt nehme ich hier die Folie und schicke sie durch den Thermokopierer. Ich bin spezialisiert auf Comic-Tätowierungen, New School, buntfarbig, mache aber auch andere Sachen. Eigentlich das Feld ist offen bei mir, aber farbig, bunt und Comic ist mein Steckenpferd. Dieses Steckenpferd ist in Gefahr. Denn die EU verbietet seit dem 1. Januar 2022 die meisten Tattoo-Farben. Vor 20 Jahren kamen Pigmentfarben in Verruf, da oft sogenannte AZO-Farben verwendet wurden, die auch im Autolack enthalten sind. Sie sollen krebserregend sein. Langzeitstudien gibt es noch nicht, aber die Schweiz könnte schon bald ein ähnliches Verbot wie die EU aussprechen. Ja, wenn wir es nicht mehr dürfen, dann haben wir ein grosses Problem. Entweder rutschen wir in die Illegalität ab, also das heisst, wir tätowieren weiterhin mit Farben, die wir auf Umwegen oder Abwegen uns organisieren, oder wir tätowieren nur noch schwarz-weiss. Aber als weiss ist schon mal in der Kritik gestanden. Auch da könnte vielleicht irgendwann noch verboten werden, wer weiß. Da sind wir ein bisschen der Spielball der Gesetzgeber momentan halt. So, dann wollen wir putzen, rasieren. Kannst das T-Shirt zwischen dir auf den Stuhl legen. Ah, das sieht man mal da vom letzten Mal noch. Zuerst mein Haar weg, die Haare trägt immer ein bisschen Bakterien. Ja, Alter, das ist cool. Für diesen Schritt kann ich zum Teil auch 2-3 Stunden haben, bis da für mich alles gut ist. Da habe ich auch gehofft, habe ich mehr Platz. Aber er ist einfach anders. Ja, und viele Kunden können jetzt nicht mehr abwarten, bis es endlich losgeht und finden, das ist alles unnötig. Aber eigentlich ist da der wichtigste Punkt beim Tätowieren ist das Motiv. Wenn da nicht sitzt, dann das schönste gestochene Tattoo schief oder falsch drauf ist nicht cool. Unsere Haut besteht aus 3 Schichten. Die Oberhaut, die Lederhaut und die Unterhaut. Die große Kunst des Tätowierens ist, die richtige Hautschicht zu treffen. Das ist Millimeterarbeit. Denn geht die Farbe nur in die Oberhaut, verschwindet das Tattoo bereits nach ein paar Wochen. Sticht der Tätowierer zu tief, trifft die Nadel auf die gut durchblutete Unterhaut. Neben zusätzlichen Schmerzen verfließen die Farben und das Bild hat keine klaren Konturen. Ein erfahrener Tätowierer sticht die Nadel 1-2 mm in die Lederhaut. Dort wird die Farbe von Fresszellen umschlossen und eingelagert. Im Laufe der Zeit wird etwa 1/3 der Farbe vom Körper abgebaut. In Brunnen im Kanton Schwyz befindet sich die Praxis von Bettina Schlagenhauf. Die Dermatologin sieht bei ihrer Arbeit immer wieder Probleme, die nach einer Tätowierung auftreten. Die meisten Probleme treten eigentlich unmittelbar nach dem Tätowieren auf.
Es kann zu verzögerter Wundheilung kommen, Infektionen direkt durch die Einstiche, durch Eindringen von Bakterien oder die Fremdkörper, die da ja in die Haut gebracht werden. Das kann zu Brennen, zu auch durchaus Schwellungen, Blasen, Krustenbildung führen, was in der Regel, wenn gut behandelt, wieder abheilt, aber manchmal, wenn es dumm läuft, auch mal Narben hinterlassen kann. Zudem kommt, wenn man sehr viel Farbe in der Haut hat, insbesondere dunkle Farben, Schwarzfarben, wenn man sich damit an die Sonne begibt, die werden heiß. Es gibt schreckliche, sogenannte phototoxische Reaktionen. Da reagiert einfach die Haut dann mit Schwellungen, Rötungen und auch Schmerzen. Sonnenbäder verändern die Farben. Sie bringen sie einerseits schneller zum Abblassen. Andererseits entstehen wieder Abbauprodukte, die potenziell gefährlich sein könnten oder auch einfach Allergien auslösen können. Man vermutet, dass wir deswegen in unserer Praxis immer wieder Leute mit Tattoos sehen, die noch nach Monaten bis Jahren plötzlich Knotenbildungen in den Tattoos bekommen. Und das muss behandelt werden. Eigentlich soll ja der Tätowierer keine Fehler machen. Mein Mitarbeiter ist allerdings doch das Missgeschick passiert. Als er mir diesen Stern hier hat tätowiert, hatte er erst die oberen Zacken richtig gemacht und dann hat er auf der anderen Seite angefangen und dabei eben die Seiten verwechselt und dann war es nicht mehr zu reparieren. Heute würde Herbert Hoffmann vielleicht in eine Tattoo-Entfernungspraxis gehen. Geschäftsführer Peter Steiner behandelt Michel Voth, der bereits zur vierten Laserbehandlung in die Praxis kommt. Ich will mal vor dem Computer schauen, wie das aussieht. Ja, das war das letzte Mal. Genau, sehr gut. Wirklich ein grosser Teil rausgegangen. Und natürlich immer nicht zu vergessen, wie hat es wohl am Anfang ausgesehen. Das wäre dann so gewesen. Also jetzt haben wir eigentlich einen schönen Ablauf. So ist es heute. Es ist noch eine Behandlung vorher, also das letzte Mal eine Behandlung vorher und so wäre es am Anfang. Genial. Also eigentlich, der Verlauf ist sehr gut. Jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden. Ja, es sieht alles gut aus. Die Haut nachher noch etwas genauer anschauen. Und denke, dann können wir mit der Behandlung starten. Sehr gerne, ja. Ja, okay. Das Tattoo wird mit jeder Behandlung schwächer. Ob es ganz verschwindet, hängt auch von der Farbe ab. Ich glaube, das Tattoo lässt man vor allem entfernen, wenn der Grund, warum man es gemacht hat, seine Gültigkeit verliert. Im Sinne von, entweder findet die Identifikation mit der Bedeutung nicht mehr statt oder wird sogar vielleicht zur Last. Oder man findet es ästhetisch einfach nicht mehr schön. Und das ist bei mir jetzt der Fall. Ich finde es effektiv nicht mehr schön. Okay, dann würden wir starten. Ich tue jetzt zuerst ein bisschen die Haut abkühlen. Und wenn die Haut genug kühl ist, würden wir mit dem Laser starten. Wenn du irgendwie während der Laserung Pause brauchst oder so, sagst du es einfach, genau, dann würden wir stoppen. Und sonst würde ich einfach weitermachen. Ja? Gut. Ist das gut? Wir machen Laserentfernungen schon sicher 20 Jahre. Früher, wenn man es überhaupt hat können entfernen, Tattoos, hat man es entweder versucht abzuschaben, ganz einfach. Man hat versucht, das rauszuschneiden, was man auch heute noch kann, über eine Operation. Halt, man macht eine Exzision und schneidet es raus in dem Sinn. Es gibt sogenanntes Water Injecting, wo man eigentlich das Haut eröffnet tut und dann eigentlich die Farbe rausspülen tut in dem Sinn. Dann gibt es Varianten mit chemischem Peeling, wo man in dem Sinn tut mit Säure arbeiten und die Säure entsprechend unter die Haut einbringen und dort eine chemische Reaktion erzeugt und so eigentlich versucht, das Tattoo zu entfernen, ist immer mit Narben verbunden in dem Sinn. Die Laserentfernung ist definitiv die sanfteste Methode, um ein Tattoo zu entfernen.
Hat es sonst mehr wehtun oder ist etwas ähnlich? Es geht. Es geht? Ich würde sagen, vom Empfinden her ähnlich wie letztes Mal. Ja. Ähnlich wie letztes Mal. Das Ziel des Lasers schlussendlich ist nicht anders, dass wir die Farbe zertrümmern oder zerkleinern wollen, sodass eigentlich das System, also unser Körper, dann imstande ist, mit gewissen Zellen nachher die zerkleinerte Farbe abtransportieren kann. Schwarze Tattoos sind grundsätzlich am besten zum Behandeln. Je heller die Farbe wird, je schwieriger wird es für uns zum Behandeln. Also sprich, ein Gel zum Beispiel ist sehr schwierig zu behandeln. Auch ein Orange kann schwierig sein in dem Sinn. Und Weiss ist ein grosses Problem für uns. Gut. Das sieht gut aus. Ich würde es als eine Mischung zwischen Stechen und Schneiden bezeichnen. Es entsteht schon Wärme, aber das Empfinden ist wirklich ein Stechen. Und gleichzeitig halt, weil man erfährt, wie auch welches Schneiden. Also ich bin das am Weg machen und gleichzeitig noch eins am Rücken. Und das machen wir immer in Doppelbehandlung. Ja. Grundsätzlich muss sich der Kunde bewusst sein, dass das Entfernen von einem Tattoo ein Vielfaches meistens kostet als das Machen selber. Im Gegensatz zum Stechen sind wir hier Monate bis Jahre dran. Ein samoanischer Tätowierer braucht beim traditionellen Klopfen Assistenten, welche die Haut richtig spannen. Eine Aufgabe, die viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung braucht. Du bewegst dich nicht mit. Mhm. Wenn ich mich bewege. Okay. Wie normal sind es drei Schläge immer. Aber der erste Schlag öffnet, der zweite Schlag bringt Pigment ein und der dritte setzt es praktisch an den Platz normalerweise. Aber das ist eigentlich so, kann ich nicht klassisch sagen, weil er tut immer anders reagiert. Jeder hat ein anderes Werkzeug, jeder hat einen anderen Rhythmus eigentlich für sich. Ja. Also ich habe auch noch verschiedene Stücke. Dann schlage ich in einen anderen Rhythmus. Also, kommt auch das Werkzeug an. Es ist individuell, je nach Künstler natürlich. Und vor allem auch, was er für Designs machen will. Beziehungsweise kommst du auch erst, wenn du Techniken kennst, kommst du erst mal irgendwann an, dass du weißt, was du tust. Und dann weißt du noch lange nicht, was du tust, bis du dann nicht mal die eigene Stil noch hast. Das ist das Schlimme. Also eigentlich, oder? Nach 10 Jahren geht es mal los, dass du ein bisschen weißt, was los ist. Ja. Ich lache nicht davon. So. Und das ist so wichtig. Was sagst du jetzt deinen Helfer, weißt du? Lehrling, was sagst du dem? Weißt? Ja. Viele wollen das nicht lernen, weil sie meinen, es ist ein Sklavenjob. Aber das ist der einzige Job, wo du das lernst, dass du das machen kannst. Weil wenn du nicht weißt, was du denen sagen tust, wie willst du noch klopfen? Ganz wichtig ist die Stellung, wo gerade er klopft, in welche Richtung er klopft und natürlich in welcher Geschwindigkeit und wie er am besten
die ausgestreckt braucht. Mal weniger, mal mehr. Das ist schon natürlich ganz Gefühl quasi, das du haben musst. Ist ein bisschen schwierig. Das ist komplett anders, wie mit Maschine zu tätowieren und traditionell. Und dadurch, dass er Leute dafür brauchen, dann habe ich ihm angeboten, einfach, dass ich das lerne. Also wenn das Tomasi dann irgendwann erlaubt. Das normale Tätowieren, wenn sie das nachher macht, dann kann mit der Muster arbeiten und weiß, was sie tut, dann weiß sie mehr wahrscheinlich wie die meisten. Ja? Aber eine Frau ist eigentlich normalerweise Tabuthema mit den Instrumenten. In Samoa, für die samoanische Kultur. Und dementsprechend richte ich mich halt auch nach den Regeln der Familie. Ne? Da gibt es halt recht wenig im Verständnis, auch was westliche Europäer angeht, im Tätowierbereich, ja? Die jetzt einfach ihren Job halt machen als Dienstleister. Und jetzt jemand wie mich höre, der hat ja nicht alle an der Latte. Ja? Aber es darf sich auch jeder gern von der Wahrheit überzeugen und rüberfliegen. Und dann schauen wir, was die Sache ist. Ja? Und bei mir hat man es noch relativ bequem, sage ich. So. Ja? Sie kann jetzt das spannen und kann hier mit der Hand unterspannen helfen. Und geht jetzt mit dem Bleib unter. Mhm. Nein, du unter bleibe hier. Ja. Drück auf deine Hand hier. Die bleibt. Nicht drehe. Du, und du, Daumen unter. Daumen unter. Also die Methode auf die Art ist bedeutend angenehmer, schon akustisch, als das hochdrehende Geräusch der Maschine. Man kann sich besser darauf vorbereiten. Es ist, du hörst das Klopfen und dann ist jetzt, können wir die Nadeln. Und die ganze, sag jetzt mal, psychische Vorbereitung für jedes Mal, wo die Nadeln reingehen, ist viel einfacher. Spannend, um zu schauen, was alles hat. Und die ganze Kreativität und auch Individualität, die man hier sieht, ist natürlich sehr eindrücklich. Und ja, man kann eigentlich an jeder Ecke schauen und man sieht überall etwas Neues, etwas anderes. Und das ist extrem spannend. Die Fantasy Basel ist für einen Cartoon- und Fantasy-Fan wie Dominik ein Paradies und eine wichtige Inspirationsquelle. Zudem hat er einen weiteren Termin bei seinem Haustätowierer. Es gibt einiges zu tun. Er möchte vorwärts machen, solange die Pigmentfarben in der Schweiz noch erlaubt sind. Okay, ich glaube, ich habe alles. Du darfst hinlegen. Die Vitrine, das ist altische elektrische Türglocke. Das ist von 1897. Das Tattoo-Maschine. Das ist genau das gleiche Prinzip. Zwei elektromagnetische Keule, Feder und da ist der Kontakt. Genau gleich wie da. Da ist zwei elektrische Keule, Feder. Da ist der Kontakt. Hundert Meter, 120 Jahre.
funktioniert immer noch. Ich habe meine Tattoos so gewählt, was mich im Leben so auszeichnet hat, was ich erlebt habe. Und das habe ich dann auf meine Haut stechen lassen, um es auch wie in Erinnerung behalten zu können und um gewisse Sachen vielleicht nicht zweimal durchleben müssen. Also was ich sicher viel habe, sind Totenköpfe, der Joker, eine Kette. Was bedeutet das? Es hat eigentlich alles keine Bedeutung. Ich bin eigentlich eher einer, der Tätowierungen macht. Wenn sie mir gefallen, dann mache ich es. Das ist mein Schmetterling mit dem Namen von meinem zweiten Sohn und das Geburtsdatum von ihm. Der Phönix bedeutet für mich Freiheit aus der Asche. Natürlich kommt er heraus. Und ich wurde ziemlich oft gehänselt und dass ich endlich mal mein Leben leben kann und nicht so, wie die anderen sich das vorstellen. Das bedeutet mich der Phönix. Was bedeutet das? Das ist einfach Fledermaus. Ich mag Fledermaus. Wirklich grundsätzliche Bedeutung hat es eigentlich nicht. Ich habe es einfach gesehen im Internet. Ich habe gefunden, das ist mega cool, da will ich auch so eins. Findest du, Tattoos sind eigentlich zu teuer? Nein, zu teuer sind nicht, weil schlussendlich ist es ein Kunstwerk. Also ob man jetzt ein Kunstwerk an der Wand hängen hat oder auf dem Körper, das ist Kunst. Und manche zahlen 10'000 Stutz für etwas an der Wand, dann zahle ich gerne ein paar Tausend Stutz, um etwas auf mehr zu haben. Und dann habe ich es auch immer dabei, kann es immer zeigen. Also, ich finde es eine super Sache. Ja, Leute. So eine Diva. Langsam endet auch Andi Stieglers Tortur. So, wir rennen Richtung Finale. Mal ist kurz vor Schluss, also nach diesen zwei Stunden, hat man es schon langsam gesehen. Es spürt man das schon. Es ist Angst und es ist auch viel empfindlicher. Also so empfindlich, dass auch das Abputzen von Farbe und Blut schon schmerzhaft ist, fühlt sich an, wie wenn man Muskelkater hat und noch drauf drückt. Und ja, jetzt nach diesen zwei Stunden bin ich froh, wenn wir es geschafft haben. So. Fertig. Können wir den Rest alles fertig machen? Perfekt. Tabu. Andi, hast du es geschafft für heute? Ja. Der Diamant, der im Haus steckt, der wächst mit dem Haus zusammen. Mit ihrer Frau, mit ihren Kindern, mit der Regel. Und ein Geben- und Nehmen-Prozess, wo alle dann in einem Haus zusammen als Einheit sind, das von außen beschützt ist. Sensationell. Also wirklich, die Erwartungen sind sicher übertroffen. Wenn du es vorzeichnet hast, weißt du noch nicht, was das Endresultat wird bieten. Aber wenn du es nachher siehst, mit den Mustern drin, mit den Strukturen, das ist einfach noch eine Angst. Wie fein es geschaffen ist worden, die feine Linie. Schon. Ich weiß schon, warum ich dem Thomas vertrauen kann. Voilà. Fabbe kann zurzeit noch aus einer großen Pigmentvielfalt schöpfen. Dass das bald nicht mehr möglich sein soll, versteht er nicht. Eine Wurst auf dem Grill, allgemein alles, was man auf den Grill schmeißt und schwarz wird, das ist hochgradig krebserregend. Dann müsste man sich ja da dann auch fragen, wieso verbietet der Bund nicht zu grillen? Ich glaube auch, weil es so zum alltäglichen Leben gehört, dass wir das einfach machen und ein Teil von uns ist, dann ist es okay. Wie der Gesetzgeber die gesundheitlichen Risiken einschätzt, wird die Zukunft zeigen. Ja, also so viele Termine wie dem Jahr habe ich glaube noch gar nie gemacht. Und es war eigentlich komisch, ein Tattoo von heil gewesen. Es ist dann schon das nächste gekommen und das zehrt dann auch ein bisschen über Zeit, weil es ist doch nicht so angenehm, unter permanenten Schmerzen da zu liegen. Darum gerne wieder mal eine Pause zwischendurch. Tschüss. Ja, danke, dass du reingekommen bist extra. Wir sehen uns im Studio wieder. Du meldest dich per Telefon.